Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist. Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Königsfamilie. Heute geht's um Wir sind ein Team. Jetzt sitze ich alleine, aber das bin ich natürlich nicht. Ich habe ein Team zu Hause. Ich bin verheiratet mit meinem Mann Tom. Wir sind seit 18 Jahren verheiratet und gehen gemeinsam durchs Leben. Wir haben uns in Australien kennengelernt und genießen es, zusammen Ehe zu leben und Familie zu bauen. Zu unserem Team gehören noch 3 Kinder, 3 Jungs, 15, 13 und 7 Jahre alt, die unser Leben durcheinander wirbeln und uns bereichern. Ja, wir haben es so ausgemacht, dass ich meistens allein auf der Bühne bin, weil das mache ich beruflich auch, und mein Mann mich zu Hause einfach unterstützt mit allem, was es braucht. Ich schätze ihn, er ist super loyal, er ist treu, er ist gewissenhaft und ich habe immer so viele Projekte und Pläne und er backt mich super ab und sagt, wie wir das umsetzen und wie wir das machen können. Und von daher sind wir eine super Ergänzung geworden durch die Jahre und genießen es zusammen, durchs Leben zu gehen. Ich habe es angesprochen, ich bin beruflich viel unterwegs, auch auf den Bühnen und bin eher am Klavier zu finden als so in so einem Vortrag. Von daher ist es für mich etwas Neues und Spannendes auch, heute über das Thema zu reden. Ich bin unterwegs genau mit Piano, Worship und auch mit meiner Kidsband und dem Familienlobpreis. Von daher eher am Piano zu finden und so in Aktion mit der Musik. Gut, wir steigen aber ins Thema ein und ich bin ganz guter Hoffnung, dass für euch ein paar Punkte dabei sind, die euch heute bereichern, wo ihr was mitnehmen könnt. Ich bin überhaupt kein Experte, habe das nicht studiert oder irgendwas, sondern wir haben einfach ganz viel tolle Erfahrungen gemacht mit Familie, die wir euch heute weitergeben möchten. So, seid gespannt und danke fürs Zuhören. So, von daher, ich starte einfach mit meinem ersten Punkt. Ich habe 3 Punkte. Vom Ich zum Du, wir werden Familie. Dann möchte ich gerne beleuchten als 2. Punkt, wie unsere verschiedenen Beziehungsgeflechte sich in der Familie gestalten. Und mein 3. Punkt ist, dass wir nur als Team gemeinsam gewinnen können. Ja, wir haben es auf dem Herzen zu reden über das Team Familie.
gerade jetzt, auch in Corona-Zeiten, wo es heißt, bleib zu Hause. Zu Hause ist einfach nur unsere Familie. Also wir treffen immer wieder auf unsere Familie. Und wie toll ist es, wenn wir dann sagen können, wir haben zu Hause einfach ein super Team, nicht ein schrecklich nervendes Team, sondern ein Team, was sich gut versteht und was sich ergänzt, wo die Zeit nicht schrecklich ist, sondern wo wir gerne nach Hause kommen, wo wir gerne sind, wo jeder einfach von dem anderen profitiert und wo wir uns gegenseitig wertschätzen. Familie kann so ein geniales Team sein. Wenn wir uns für die Ehe entscheiden und heiraten, dann wünschen wir uns natürlich auch, dass wir so ein geniales Team bauen können. Denn aus dem Du und dem Ich muss ja erstmal das Wir werden. Und da beginnt die Reise. Ich habe, als wir geheiratet haben, ein Fotoalbum angefangen, auf dem habe ich so den Anfangsslogan geschrieben, die Reise beginnt. Und jetzt kamen die Kinder dazu und diese Fotoalben wurden immer mehr, die Reise geht weiter. Also ich empfinde das wirklich wie so eine Reise in das Abenteuer und man wächst da hinein. Ehe ist so ein wandelndes Beziehungsgeflecht, das natürlich auch viel Arbeit bedarf. Ne? Diese Reise, die ist manchmal anstrengend, manchmal leichter. Sie hat schöne Momente und manchmal auch anstrengende Momente. Oft enden ja auch die romantischen Filme dann eigentlich, wenn es erst anfängt, spannend zu werden. So das Happy End, dann geht es ja eigentlich erst richtig los. Unser Leben ist geprägt von Veränderungen. Ja, die Umstände ändern sich, das Leben ändert sich, wir ändern uns, wir werden älter. Es kommen bestimmte Umstände dazu, die uns prägen, positiv wie negativ. Ja, diese Reise, die fängt an mit dem Kennenlernen vom Ich und vom Du. Aus zwei Singles wird ein Ehepaar. Das allein ist schon eine Herausforderung, weil zwei fremde Menschen aufeinandertreffen, mit unterschiedlichen Werten, unterschiedlicher Prägung und Herkunftsfamilien. Wenn dann noch die Kinder dazukommen, also bei uns war das jedenfalls so, das erste Kind, wir haben uns gefühlt, als wenn eine Bombe in unsere schöne, traute Zweisamkeit eingeschlagen hatten. Auf einmal ist da ein kleines Wesen, was ständig nach uns verlangt und total abhängig ist. Und wir uns immer wieder entscheiden müssen, ja, gehst du in der Nacht das Kind beruhigen oder ich? Opfere ich meinen Schlaf oder wer nimmt jetzt die Rolle des Versorgers ein? Das ist nicht so einfach, wie man aus dieser Zweisamkeit dann herauskommt, so wir sorgen jetzt zusammen für ein Kind. Ja, wir haben festgestellt, dass sich das auch so wie auf einer Reise anfühlt, sich zu entwickeln, aus einer Paarbeziehung heraus Eltern zu werden. Wir mussten uns dann als Paar wieder neu finden, weil wir eben immer wieder mit dieser Erziehungsfrage konfrontiert wurden. Wie sprechen wir uns ab? Wie wollen wir unsere Kinder erziehen? Ja, jedes Kind ist einzigartig und individuell und platzt so in unsere Beziehung hinein und wird natürlich auch individueller und mit eigenen Wünschen, je älter es wird. Ja? Klar, die kleinen Kinder, die brauchen ganz enge Begleitung und die Älteren brauchen vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, gute Entscheidungen zu treffen. Als unsere Kinder so in das Alter kamen, wo wir uns gefragt haben, wie wollen wir unsere Kinder fördern, war uns persönlich jetzt wichtig, dass wir sagen, Musik ist ein ganz großer Teil von unserem Leben. Klar, ich mache das beruflich, mein Mann spielt auch ein Instrument, wir sind oft musikalisch unterwegs. Wir wollten gerne, dass wir die Kinder fördern in Musik, sodass jedes ein Instrument lernt. Das war uns persönlich wichtig. Anderen Familien sind andere Sachen wichtig. Das hieß natürlich für uns zu entscheiden, wir müssen Instrumente kaufen, wir müssen Finanzen haben, um Musikschule zu bezahlen und wir haben jeden Tag Geübe im Haus. Aber das war so eine Priorität, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig, dass sie das für ihr Leben mitnehmen. Ob sie es später dann ausbauen oder was sie daraus machen, das sei ihnen überlassen. Wir finden aber, Musik ist ein toller Wert und auch gerade im Thema Lobpreis finde ich einfach, dass Musik so eine Bereicherung ist. Und das wollten wir unseren Kindern mitgeben. Ja, das Team Familie wird komplex und vielschichtig. Ein paar Beispiele aus dem Alltag. Wir fahren in den Urlaub ganz gerne in die Berge und wandern. Als die Kinder klein waren, mussten wir natürlich den Kinderwagen mitnehmen. Eins konnte schon laufen, eins musste getragen werden. Also unsere Wandertouren waren wirklich nicht sehr lang. Dann wurden die Kinder größer, die Älteren konnten schon alleine laufen. Das Kleinste konnte eben noch erst in der Trage mitkommen. Und so mussten wir uns entscheiden,
wie lange können wir wandern, sodass alle Kinder glücklich sind, dass wir auch wandern können. Und da ging es immer um einen Kompromiss zu finden. Wie schaffen wir das als Familie, gemeinsam auch etwas zu machen? Fahrradtour. Wie lang kann unsere Fahrradtour sein, dass alle Kinder mitkommen, dass wir ein schönes Erlebnis haben, vielleicht an einem Samstagnachmittag, ohne dass es für das eine Kind zu viel ist und das andere sich langweilt. Also immer diesen Blick zu haben, was können wir machen, dass unser Team Familie stark ist, dass wir tolle Momente schaffen im Alltag. Das ist auch so ein Lernbereich, wie wir das gestalten. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, komplexe Beziehungsgeflechte. In unserer Familie gibt es sehr, sehr vielfältige Beziehungsgeflechte und auch Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse. Und das ist nicht immer so einfach, die alle im Blick zu haben, so dass jeder selbst glücklich ist und dass wir schauen, dass es dem anderen gut geht. Ich komme nochmal zurück auf die Beziehung zwischen uns Ehepartnern. Sie wünscht sich Liebe und sehnt sich nach Nähe. Er wünscht sich Anerkennung und Respekt. Ich kann es selber gar nicht so gut in Worte fassen, deswegen möchte ich gerne ein Buch zur Hilfe nehmen. Und zwar hat mich vor einigen Jahren eine Buchreihe sehr fasziniert und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da geht es um Liebe und Respekt. Die Nähe, nach der sie sich sehnt und die Anerkennung, die er sich wünscht. Von Emerson Eggerich. Ich lese einfach aus dem Buch. Beinahe jede Frau, die mir in der Beratung oder anderorts begegnet ist, würde sofort den Satz unterschreiben, ich möchte, dass mich jemand liebt und mir das Gefühl gibt, etwas Besonderes. Ja, für ihn die wichtigste Person in seinem Leben zu sein. Niemand nimmt Anstoß an einer solchen Aussage. Niemand würde eine Frau dafür als Primadonna oder Egomanin bezeichnen. Doch wenn ein Mann sagt, er brauche die Achtung seiner Frau, wird er in unserer Gesellschaft häufig als arrogant angesehen. Dabei ist es erstaunlich, was geschieht, wenn eine Frau einen Mann achtet und bewundert. Denken Sie doch nur an die Tage zurück, an denen Ihr Mann um Sie warb. Eine Frau hat in dieser Zeit möglicherweise das Gefühl, ihr Mann halte deshalb um ihre Hand an, weil sie ihn liebt. Schließlich wird sie durch Liebe motiviert. Ja, ihre Liebe ist in dieser Phase unermesslich. Es gibt daran keinen Zweifel. Doch eigentlich war es ihre einzigartige Bewunderung für diesen Mann, durch die sie sein Herz betörte. Ein altes Sprichwort sagt, ein Mann tut alles für die bewundernden Blicke seiner Frau. In den Tagen des Werbens war sie diese Frau und darum kniete er vor ihr nieder und hielt um ihre Hand an. Er empfand eine tiefe Liebe zu ihr, weil er überzeugt war, dass sie ihn respektierte und bewunderte. Sie brachte tief in ihm eine Seite zum Klingen, die damals wie heute der Motor seines Lebens ist. Ich denke, für Männer sind Achtung und Ehre beinahe gleichrangige Werte. Meine Erfahrung als Mann und im Umgang mit anderen Männern sagt mir, dass wir einen Ehrenkodex besitzen, dem wir folgen müssen, sonst geraten wir in Schwierigkeiten. Wir haben von Kindheit an gelernt, dass man bestimmte Dinge einfach nicht tut oder sagt. Und Frauen sagen ihren Männern zu Hause Dinge, die ein anderer Mann ihnen niemals an den Kopf werfen würde. Der Mann kann nicht fassen, dass sie sich derart streitsüchtig und respektlos verhält. Oft wenden sich die Männer ab, sie wollen das Thema ruhen lassen und nicht darüber länger nachdenken. Und warum? Weil ein Mann sich in solchen Situationen von der düsteren Stimmung, den negativen Gefühlen und den streitsüchtigen Worten seiner Frau in die Enge getrieben fühlt. Das ärgert und provoziert ihn und deshalb zieht er sich zurück. Denn das ist für ihn in dieser Situation das ehrbare Verhalten. Wie kann es denn sein, dass unser Mann vielleicht auf der Arbeitsstelle mehr Respekt und Anerkennung für seine Leistung bekommt, als wir zu Hause ihm geben, als Ehefrauen, und nur meckern und kritisieren, was alles nicht getan ist? Wir haben ja zu Hause auch Jungen, so muss ich einfach auch lernen zu kommunizieren mit dem männlichen Teil. Und manchmal ist das für mich gar nicht so einfach gewesen. Ich ertappe mich dann immer wieder, dass ich ganz, ganz viele Wörter sage und viel Inhalt packe und meine Jungs einfach gar nicht wissen, was ich meine. Ein Beispiel, wir bekommen Besuch und ich sage dann in meiner weiblichen, intuitiven Art, es wäre doch schön, wenn unser Haus ordentlich aussieht und unsere Gäste sich wohlfühlen und wir einen schönen Nachmittag haben. Und unsere Jungs haben oft darauf gar nicht reagiert. Ich habe gemerkt, es ist besser, wenig Inhalt und klarer zu formulieren oder nur 7 Wortsätze zu wenden. Zum Beispiel, geh in dein Zimmer und räume auf. Klare Ansage funktioniert eigentlich ganz gut.
Liebe und Respekt sind die Grundbedürfnisse einer Familie. Unsere Kinder wünschen uns von uns Eltern, dass wir Zeit haben, dass wir für sie da sind und dass wir sie ermutigen. Und wir Eltern wünschen uns Respekt für das, was wir für sie tun, für die Liebe, für die Zeit, für das Geld, für all das, was wir in ihr Leben reinbringen. Und ich kann es auch nicht so ganz gut mit meinen eigenen Worten sagen, deswegen möchte ich gerne aus dem zweiten Buch vorlesen, aus der Folge, die Liebe, die Kinder brauchen und den Respekt, den sich Eltern wünschen, Liebe und Respekt in der Familie. Wie oft haben Sie Ihr Kind in dieser Woche schon ermutigt? Ermutigen heißt, jemandem Mut zuzusprechen oder jemandem das Rückgrat zu stärken. Jeder unserer 6 Wegweiser einer guten Beziehung deutet auf etwas hin, das Sie als Eltern Ihren Kindern auf jeden Fall geben sollten. Doch im Trubel des Alltags kann das Ermutigen oft untergehen. Zumal wir von Natur aus eher die Tendenz haben, unseren Kindern ihre Fehler aufzuzeigen, weil wir ihnen helfen wollen, es besser zu machen. Eine Sache sollten wir auf keinen Fall machen. Enthalten Sie Ihrem Kind nicht die Entmutigung vor, die es so dringend braucht, nur weil Sie überkritisch oder ein Perfektionist sind oder weil Sie Ihr Kind ständig drängen, noch mehr zu leisten. Denn im Herzen eines Kindes gibt es den Wunsch nach der Liebe seiner Eltern. Ja, die Jungs, also unsere zumindest, tragen natürlich auch Beziehungskämpfe aus, Rivalitätskämpfe. Ich glaube, das ist unter Geschwistern normal und das ist auch so ein Beziehungsding, was in der Familie passiert. Ich konnte das als Mutter oft gar nicht verstehen, warum Jungs immer so diese Rangeleien haben. Und ich habe gemerkt, ich glaube, da ist etwas in der Natur des Mannes, der sich danach sehnt, auch diese Machtkämpfe ein bisschen auszutragen. Mir kam dann mal so ein Impuls vom Himmel, wo ich gedacht, ich muss das in bessere Bahnen lenken. Und seitdem machen wir das so, wenn ich merke, die Stimmung ist gereizt, die Jungs wollen sich so ein bisschen auspowern, dann organisiere ich ein organisiertes Kämpfen und wir haben so Matten und dann geht es nach Zeit, Ringkämpfe, 10 Runden A, 15 Sekunden und dann wird fair gekämpft. Und ich habe gemerkt, das entlastet die Stimmung dermaßen, es ist sofort gute Laune und die Jungs finden das mega cool, wie sie einfach sich austoben können und so ein bisschen ihre Kraft messen. Ich respektiere also den Wunsch nach diesem, ich möchte gerne zeigen, wie stark ich bin und ja, so an wie ich mich entwickle, auch zum Mann und wie ich ja einfach mein Potenzial ausschöpfen kann. Dann gibt es dann noch die unterschiedlichen Beziehungen von einem Vater zu einer Tochter oder von einer Mutter zum Sohn. Und das alles gibt auch nochmal so andere Beziehungsgeflechte in unserer Familie. Und ein Tipp, den ich Eltern mitgebe, ist, dass wir immer das Positive bestätigen in unseren Kindern. Und nie sagen, du hast die gleiche blöde Eigenschaften von deinem Vater oder von deiner Mutter, sondern dass wir sagen, du hast genau das Tolle, die tollen Augen von deiner Mutter oder die tolle Sportlichkeit von deinem Vater, dass wir einfach das Positive in unseren Kindern bestärken. Ja, jetzt komme ich schon zu unserem dritten Punkt. Wir gewinnen als Team. Gerade in den Corona-Zeiten ist es so wichtig, weil wir haben ganz oft nur unsere Familie. Wir dürfen nur wenig Leute besuchen oder zu uns einladen. Es ist eine extreme Situation, die oft auch ein bisschen Durchhaltevermögen gerade von uns erfordert. Aber wie schaffen wir das, dass wir eine Atmosphäre haben, die wirklich toll ist zu Hause? Wir haben letztens einen Film entdeckt, der ist schon ein bisschen älter und der hat uns neu fasziniert. Da geht es um eine Sportmannschaft aus Jamaika, die zu Olympia möchte und das Bobfahren erst neu lernen muss. Und das ist wirklich lustig, wie sie sich als 4er-Team mit ihrem Trainer zusammenfinden. Und ein Sportler fragt seinen Trainer, woher weiß ich, dass ich was wert bin? Und der Trainer sagt, wenn du dich ohne Goldmedaille nichts wert fühlst, dann fühlst du dich auch mit Goldmedaille nichts wert. Und das war ein Satz, der hat uns alle zum Nachdenken gebracht. Denn wir in unserer Familie, wir als Team, jeder muss überlegen, was macht meinen Wert aus? Wer bestimmt meinen Wert? Das Leben ist wie ein Rennen. Der Apostel Paulus schreibt das auch in 2. Timotheus 4, Vers 7. Das möchte ich gerne mal vorlesen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Ja, das Leben
als Familie, als Team ist wirklich auch wie so ein Lauf, wie so ein Rennen. Der Trainer antwortet dann dem einen Sportler auch noch auf seine Frage: Wenn du über die Ziellinie läufst, dann wirst du wissen, was du wert bist. Also der Film lohnt sich echt, der heißt Cool Runnings, ist schon ein bisschen älter. Ja, was bist du wert? Vielleicht bist du hier und du schaust das an und du bist gar nicht verheiratet, aber du findest das Thema einfach spannend und sehnst dich auch nach Familie. Ich glaube, wenn du ohne deine Goldmedaille, dein Ehepartner, dir etwas wert bist oder du glücklich bist, auch ohne, dass du verheiratet bist, dann ist das, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Denn ein Mensch kann niemals ein Glückserfüller sein, auch ein Ehepartner nicht. Ich glaube, das kann nur Gott, unsere innersten Wünsche und unsere Träume sehen und auch erfüllen. Von daher sei glücklich, das wird dir über ganz viele Krisen helfen, auch wenn du verheiratet bist nachher. Ja, wie sieht es aus praktisch? Sich immer wieder für das Team Familie zu entscheiden. Ja, wenn es hochkommt, leben unsere Kinder 20, 30 Jahre in unserer Familie, in unserem Haushalt. Und wir müssen uns entscheiden, unsere Kinder auf diese Reise mitzunehmen und nicht zu verlieren. Das kann heißen, dass wir vielleicht mal auf etwas verzichten, ein Jobangebot, was viel, viel weiter weg ist und viel Fahrzeit hat, die weniger Zeit für die Familie lässt. Es verlangt von uns Energie, dass wir Kinder an die Orte führen, wo sie aufblühen können, wo sie das Leben finden können. Investment, auch unsere Kinder zu begleiten, dass sie nicht an Orte gelangen, die ihnen nicht gut tun. Welche Prioritäten setzen wir auf unserer Reise durchs Leben? Was tut uns allen gut als Familie, altersunabhängig? Ja, was tut den Kleinen gut, was den Grundschulkindern, was den Teenies, was den jungen Erwachsenen? Schaffen wir es auch loszulassen, wenn unsere Kinder älter werden, ja, sie in die Freiheit hinauszubringen, dass sie eigene Wege gehen dürfen und auch müssen? Familie bleiben wir ein Leben lang, auch wenn die Kinder erwachsen sind. Es gibt keine perfekte Ehe, keine perfekte Familie, keine perfekten Kinder, keine perfekten Menschen. Es gibt aber einen Gott, der hat einen perfekten Plan und der möchte uns begleiten, der möchte mit uns sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch Gott einbeziehen in dieses Team Familie. Gott sagt, da wo zwei oder drei zusammenkommen und sich eins werden für das, was sie beten, dass Gott da und er würde das erfüllen. Und das ist so wichtig. Mein Mann und ich, wir nehmen uns oft Zeit, wir haben oft Gebetsspaziergänge und beten für die Kinder, für die Familie, für die Zukunft. Das macht uns stark und das hilft uns auch in dem Alltag und auch in den Herausforderungen der Zeit einfach Oberwasser zu behalten. Als wir vom Traualtar standen und Ja zueinander gesagt haben, da haben wir das niemals, niemals im Leben erahnt, was die Tragweite dieses Jahres bedeutet. Klar, wir haben uns gewünscht, dass wir eine glückliche Ehe und eine Familie bauen können, aber das war uns klar, dass das Arbeit ist, aber wir waren bereit, diese Arbeit einzugehen. Und wir haben uns gesagt, es gibt für uns beide keinen Plan B. Wir wollen das zu 100% beide, dass wir nicht sagen, ja, vielleicht gibt es eine Alternative, dann ist es vorbei. Und das hat wirklich auch Arbeit gekostet und es kostet Mut, sich darauf einzulassen. Ich möchte euch ein Bild auch zur Ermutigung geben. Das Leben als Ehe, als Ehepartner, als Familie ist wie, wenn man in so einem Rennen läuft. Ja, stellt euch vor, das ist so ein Sprint, so ein 100-Meter-Sprint und da hat man ja so Bahnen. Und man läuft nicht in der Bahn des anderen, da wird man disqualifiziert, sondern man läuft in der eigenen Bahn und man hat das Ziel vor Augen, ja, diese Ziellinie. Und darum geht es, dass wir in diesen Bahnen laufen und unser Bestes geben. Wir geben nicht auf, wir kommen ans Ziel. In dem Film Cool Runnings kommt diese jamaikanische Bobmannschaft dann auch ans Ziel. Es passiert dann noch so viel. Sie waren nah am Sieg, aber ihr Bob, der crasht dann und sie kommen ans Ziel, aber ganz anders. Also wenn ihr den Film schaut, der lohnt sich echt. Und dann sagt ihr, ja, du wirst ja verstehen, was du dir wert bist, wenn du über die Ziellinie kommst. Also es geht ans Ziel zu kommen, alle mitzunehmen. Und ich habe vorhin über Gebet gesprochen. Ich möchte auch sprechen über das Thema Vergebung. Das gehört für uns mit dazu, dass wir sagen, wir sind nicht perfekt. Und das Gebet und die Vergebung innerhalb unseres Teams Familie ist uns wichtig, dass wir zusammen ankommen. Was ist dieses Ziel für uns Eltern, für unsere Kinder? Dass wir Gottes Platz im Leben einnehmen und dass wir für unsere Kinder möchten, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie gute Werte mitnehmen und eigenständig nachher sind, dass sie das Leben
ein Stückchen besser machen, dass sie diese Königsreich-Himmelsperspektive an den Ort bringen, wo sie sind. Ich möchte zum Abschluss etwas aus dem Buch Liebe und Respekt in der Familie lesen, was es eigentlich gut zusammenfasst. Das ist das Erbe, das sie nach Gottes Willen hinterlassen werden. Es geht am Ende darum, wer sie gewesen sind und nicht darum, was aus ihren Kindern geworden ist. So bedeutsam das auch ist, wie gesagt, wir können nur über unser Handeln und unsere Reaktion bestimmen, nicht über das Ergebnis unserer Bemühungen und was aus unseren Kindern werden wird. Es geht nur um sie, nicht um ihre Kinder. Möge Gott ihnen diese Einsicht ins Herz legen. Das wunderbarste Erbe, das sie ihren Kindern hinterlassen können, ist ihr Charakter als jemand, der Jesus nachfolgt. Was ihre Kinder daraus machen, ist ihre Entscheidung. Kann ich geben und schenken? Bin ich von Herzen dankbar, wenn Gott mich beschenkt? Zeige ich Verständnis und Mitgefühl? Kann ich den Glauben an Gott meinen Kindern nahebringen? Kann ich konsequent erziehen und liebevoll korrigieren? Kann ich ermutigen und stärken? Kann ich im Gebet begleiten? Ich bin jetzt schon am Ende unseres Vortrags von Königsfamilie, ein Team, angekommen und ich hoffe, es waren ein paar Punkte dabei, die euch angesprochen haben, die euch motiviert haben, gerade jetzt in der Zeit, euch Mut zu machen, als Team wirklich Familie zu bauen und auch durch die schwierigen und herausfordernden Zeiten zu gehen. Wer Lust hat, nochmal in die Bücher reinzuschauen, also es handelt sich um das Buch Liebe und Respekt von Emerson Eggerich und Liebe und Respekt in der Familie, die sind beide im Gerd Medien Verlag erschienen. Lohnt sich wirklich, zwei der besten Ehebücher, die ich je gelesen habe. Ja, ich habe ja vorhin schon ein bisschen von Musik gesprochen. Vielleicht darf ich noch ein bisschen Werbung machen für eure Familien, wenn ihr gute Musik braucht. Wir waren ja mit unserer Familie fleißig unterwegs, haben Songs geschrieben und da ist letztes Jahr eine CD rausgekommen, Mitten ins Herz, heißt die Kids Worship für die ganze Familie, richtig modern. Wenn ihr uns da mal besuchen wollt auf Next Kids Worship, herzlich willkommen. Und dann danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche euch alles, alles Gute und Gottes Segen für eure Familie und für eure Kinder.